Freunde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, Even, das ist Rudi und das ist mein Papa. Ja, und heute, was wollen wir heute machen? Wir wollen euch heute zeigen, wie wir unsere Filteranlage für unseren Teich montiert haben. Wir gucken da mal so ein bisschen drüber, wie wir den Teichfilter auch noch ein bisschen modifiziert haben. Ja, und für die Leute, die nicht wissen, worum es hier in dem Kanal geht, dass wir beide dokumentieren quasi unseren Terrarienbau von Anfang bis Ende. Mittlerweile haben wir 31 oder 23 Videos auf Deutsch und Englisch, ne, von Anfang bis Ende, und es kommt noch eine ganze Menge mehr, weil es ist noch lange nicht fertig. Ja, bleibt einfach dran, wenn ihr da Interesse habt, und wenn euch das gefällt, gebt uns einfach ein Like, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Wir würden uns freuen. Ja, und jetzt lasst uns einfach mal schauen, was wir hier gemacht haben. Bis gleich. So, ja, wie schon gesagt, wollen wir heute das Filtersystem für unser Terrarium einbauen, für den Gartenteich. Da ist ein 150 Liter Gartenteich verbaut. Und ich habe mich hier für einen Oase Thermofilter, der heißt Oase Biomaster 250 Thermo. Was ist das Gute an dem Ding? Ja, es ist eine eingebaute 150 Watt Heizung mit integriert. Und das Schöne bei Oase, wenn man hier mal guckt, hat der, ja, gucken wir mal, hier so, hat der ein Vorfilter. Das fand ich ganz, ganz interessant. Da hat man diese Vorfilterpatronen und damit hat man quasi beim Reinigen noch, es ist deutlich einfacher und schneller, das mal zwischendurch mal zu reinigen. Ja, aber was möchte ich hier trotzdem machen? Ich bin, wie gesagt, kein Aquarianer und so mit Filtern, bis auch früher in unserem Zimmerterrarium, da hatte ich natürlich auch einen Teich, und draußen haben wir auch einen Teich. Aber ich habe da genauso wie sonst auch einfach mal im Internet geguckt und bin da auf Seiten gestoßen, die heißen Pimp My Filter. Das gibt es in Englisch und auch in Deutsch. Und die haben mal so ein paar Tipps auch mal zu diesem Oase-Filter gegeben, wie man die Filterleistung deutlich verbessern kann und auch ja, im Prinzip eine gesündere Struktur in so einem Filter zu bekommen. Ja, und was machen die? Im Prinzip sind ja die meisten, ne, hier in diesem Oase Biomaster, da sind hier diese ja, Schubladen, nenne ich das mal, sind hier eingebaut, wo verschiedenste Filtermedien drin sind. Und von Oase selber sind die ganzen Dinger ja, einfach nur mit diesen Filterschwämmen, die kennt auch jeder, bestückt. Aber die, ja, nicht, dass die nicht funktionieren, aber man kann sie halt verbessern, und das wollen wir ja auch. Weil was ist das Wichtigste? Gerade hier, das Wasser wird ja einmal genutzt, um die Luftfeuchtigkeit in dem Terrarium zu erhöhen, und natürlich kommt da, weil es schöner aussieht, natürlich auch ein bisschen Fischbestand rein, und natürlich können die Tiere auch daraus trinken, und deswegen muss das Wasser hundertprozentig sauber und auch rein sein. Ja, was machen wir da? Wir haben also gesagt, wir schmeißen diese Filterschwämme raus, und auf dem YouTube-Kanal Pimp My Filter hat man dann im Prinzip auf Material verwiesen. Das ist sowas hier. Das ist von der Firma BioHoom. Ja, ich sag mal, das sind wahrscheinlich irgendwelche kleinen Lava-Geröllsteine oder ich weiß es nicht, die Zusammensetzung. Aber der Vorteil dieser Medien ist, dass die eine um vielfach größere Oberfläche haben, wo sich Bakterien drauf ansiedeln können und dann filtern können. Das nehmen wir als ja, Belegung für diese Schubkästen. Das Ganze gibt es auch in
ja, klein und rund, auch von der gleichen Firma. Das Ganze verwenden wir, den Aufbau, da kommen wir dann nachher zu. Aber noch eine ganz wichtige Sache, die wir auch machen werden. Ich werde in den unteren Bereich werde ich eine mittlere mechanische Filtermatte einsetzen. Die ist wichtig. Und darüber auch noch, auf Pimp My Filter gesehen, ist so ein Polyfilter. Das ist quasi ein Chemikalienfilter. Der im Prinzip, ja, was hat er hier? Kupfer, Ammonium, Eisen, Aluminium, Blei und organische Sache rausfiltert. Und das Schöne, hinterher durch diese farbliche Abgrenzung dieser Matte hinterher kann man auch sehen, mit was sein Wasser belastet ist. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Somit haben wir eine mechanische, eine chemische Filterung und einen großen Teil biologisch gefiltert. Um das Ganze in Betrieb zu nehmen, ich, wie gesagt, orientiere mich da voll auf an diesen Anweisungen, verwende ich auch nochmal so eine Pure Aquarium Kügelchen. Das sind so Biostarter Kugeln, die kommen dann auch hier mit in den Filter. Ja, und dann sollte das Ganze erstmal eine Weile laufen, sollte dann hinterher auch sauber und rein sein. Ja, ich denke, wir fangen mal an, das Ganze zu bestücken. Dann sehen wir, wie das Ganze aufgebaut wird und gucken, ob es hinterher funktioniert. Mal schauen. Let's go! Gut, jetzt haben wir hier, wie gesagt, diese Schubfächer hier gefüllt. Einmal mit zwei verschiedenen Bio-Home-Produkten und einmal, wie gesagt, mit den mechanischen und den chemischen Matten. So, und das Ganze werden wir jetzt hier reintun. So, der Filter ist soweit vorbereitet. Die Sachen sind alle drei drin, der Vorfilter ist drin, auch die Heizung ist drin. Ja, wie gesagt, wenn ihr nicht wisst, wie ich das hier gebaut habe, oben nochmal schnell in den, ja, in unsere Playlist geguckt, da seht ihr, wie wir das gemacht haben. Also wir haben hier, bedingt durch die Stufe, da kommt hier mein Filter rein und ich habe mich entschlossen, hier oben als Anschlüsse solch Gardena-Anschlüsse zu nehmen und hier oben in meinen Teich und aus meinen Teich. Damit kann ich halt das Ganze viel schneller auf- und abbauen. Ja, ich denke, ich baue das mal hier rein und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze in Betrieb kriegen. Gut, dann will ich jetzt noch mal kurz zeigen, wie einfach das ist, den Vorfilter zu wechseln. Also dafür, da hinten sieht man es vielleicht, habe ich einen Schalter, der schaltet die Pumpe aus und die Heizung. Dann ist hier bei den Oase-Filtern zwei Abschieber, das machen wir gleich mal. Die schiebe ich ab und dann kann ich hier die Patrone entnehmen und dann gucken wir mal, jetzt nach zwei Tagen laufen, ob sich da schon was gesammelt hat. Thank you.
So, wie gesagt, hat man mal gesehen, wie schnell und einfach das geht, diesen Vorfilter zu reinigen. Das ist ein ganz nettes Feature bei diesem Oase-Filter. Ja, hier drauf sind diese Vorfilterschwämme. Kann man hier abmachen. Und was ich vorhin vergessen hatte, noch eine Geschichte, die ich auch noch verbessert hatte von Pimp My Filter ist, hier sind eigentlich weniger Löcher. Ich habe im Prinzip noch mal überall noch mal ein 5 mm Loch dazwischen gebohrt, damit diese Vorfilter auch deutlich besser vom Wasser durchflossen werden. Das ist also auch noch mal eine Geschichte von Pimp My Filter. Ja, und sonst hat man hier diese Vorfilterschwämme, die kann man dann einfach nur auswaschen. Ja, und ich denke mal, dadurch, dass ja noch gar kein Dreck in dem Teich war, wird der Rest auch gut sein. Aber jetzt wollen wir das Ganze wieder zusammenbauen und dann sieht man mal, wie einfach das eigentlich war. Sollte der Filter mal ja, komplett neu gemacht worden sein und sich viel Luft da drin verbirgt, ist das schön an diesem Oase-Filter auch noch. Der hat hier oben diesen großen Knopf, das ist eine Pumpe, drückt man drauf und dann ist das quasi selbst ansaugend und somit entfällt das lästige Ansaugen mit dem Mund. Auch nochmal eine nette Sache bei dem Filter. Ja, das war's für heute. Das war der Einbau und das Pimpen von unserem Filter, von unserem Teich. Ja, das wird sich jetzt alles in der Zukunft zeigen. Das Ganze muss auch immer erstmal einlaufen. Da kommen auch wieder mehr Pflanzen rein. Wir werden da wahrscheinlich Garnelen und ein paar Schnecken, vielleicht auch ein paar Fische reinsetzen, einfach der Optik wegen. Aber das wird halt, ja, wie so ein Einbau von einem Aquarium, wovon wir eigentlich gar keine Ahnung haben, aber wir werden es ausprobieren, wie alles hier. Es ist alles Schritt für Schritt. Wir werden das natürlich dokumentieren. Ja, aber ich denke mal, soweit, ne, ihr habt ja jetzt schon genug Bilder gesehen, hat sich das ganz schön hier in die ganze Sache eingefügt. Ne, ist ein lustiges Feature. Ne, wir haben jetzt auch mal die Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Ne, das ist natürlich der absolute Bringer, denn das kann man wunderbar hochdrehen. So 26 Grad wollen wir später mal haben. Ne, das ist eine super Geschichte. Ja, das war's für heute. Der nächste Schritt, den wir machen werden, ist höchstwahrscheinlich, werde ich jetzt endlich die komplette Lüftung zu Ende stellen. Da habe ich jetzt meine Bauteile für bekommen und da werde ich dann auch mal vorstellen, weil das war auch immer mal so ein Knackpunkt, ne, von konstruktiv bis völlig dämlicher, völlig dämlichen Kommentaren, die da kamen. Hier gäbe es keine Lüftung. Um das Ganze aus der Welt zu schaffen, werden wir dann gucken, was hier alles verbaut wurde und wie das Ganze funktioniert. Das ist eins der folgenden Videos dann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonniert das Ganze, so verpasst ihr keinen Kanal. Auch nicht schlecht. Jedes Mal, auch nicht schlecht. Und dann verpasst ihr kein Video. Ja, Ivan, ich denke mal, das war's für heute. Ja. Wir sehen euch. Ciao.